Werner Fallmann. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Wienerinnen, liebe Wiener, wenn wir im Vorjahr geholfen haben, dann sind wir stolz darauf. Aber wir haben auch zu vertreten, dass Österreich nicht alleine das Flüchtlingsproblem dieser Welt lösen kann, dass wir Gesetze und Maßnahmen benötigen, die Menschlichkeit und Ordnung erfordern. Wir haben heute in einer breiten Aktion, ich glaube es waren sehr viele am Platz, Werner Fallmann zum Rücktritt aufgefordert, weil viele der Meinung sind, dass weder eine inhaltliche noch eine personelle Neuerung mit ihm möglich ist. Auch deshalb, weil es sind 18 Wahlen mittlerweile verloren worden sind, seit der Bundesparteivorsitzender ist. Und das ist auch kein Wunder, weil wenn man sich von den Grundwerten der Sozialdemokratie verabschiedet und glaubt, man kann Richtung FPÖ schielen und die Politik vom Schmiedl machen sozusagen, dann wird der Schmied gewählt. Und das haben wir bei der Bundespräsidentschaftswahl ganz deutlich vorgeführt bekommen. Und wenn er jetzt nicht selber sieht, dass er gehen muss, um für die Partei eine Erneuerung möglich zu machen, dann werden wir ihn zwingen müssen. Und das, lieber Freund, da horchen wir zu und blähen nicht einmal da um. Ich kann euch nur bitten, sich auf jene Diskussion zu konzentrieren, die uns inhaltlich gesehen auch weiterbringt. Schaffen wir eine Partei, die uns einigt und leitet, das ist unsere Aufgabe, wie unsere Altvorderin schon gesagt haben. Freundschaft, es lebe der 1. Mai. Ich halte nichts davon, mit Buhrufen und mit Anschuldigungen, mit Werner Fallmann raus, kann man nichts erreichen im Leben. Diskutieren kann man über alles, aber auf keinen Fall auf die Art und Weise, wie manche leider junge Menschen glauben, dass man was verändern kann. Nein, und die Partei ist nicht am Boden, wenn wir da alle jetzt schreien. Aber kritisch, nein, aber das gehört zu einer Partei dazu. Wir sind eine Partei. Weil sie es nicht anders versteht, aber wir müssen eine Tafel geben. Ja, wir brauchen auch eine Tafel. Jetzt mehr oder weniger schon seit 20 Jahren komme ich auf den Rathausplatz und so wenig Leute wie heuer waren eigentlich noch nie da und wir haben irgendwie die Meinung, dass aber auch wirklich an der Spitze liegt. Also ich glaube, wir brauchen Neuwahlen.